Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Golden Sun 3, die dunkle Dämmerung. Seit dem letzten Part sind wir noch immer hier in diesem Monsterkampf. Ne, ihr erinnert euch. Wir sind ja jetzt immer noch in den Ruinen von Thebe, haben ja die Tianjus Tasche zurückgegeben, wo sie hingehören sollte. Und nun wird Sveta ihr Versprechen einlösen und uns nach Norden bringen. Sehr gut. Mit ihr reisen wir jetzt nämlich durch die Ruinen und wir brauchen nun mal halt ihre Fähigkeiten, um hier durch die Ruinen zu kommen. Aber zuerst schnappe ich mir diese Truhe hier. So, da ist ja was. Kriegerhelm. Ein Helm. Items. Hab ich dann wohl, ne? Nee, hier. Kriegerhelm. Sogar besser als meiner. Oh, noch viel besser. Dann nehme ich den auch mal. Und ich werde dann nach diesem Part, glaube ich, offscreen mal das Inventar ein wenig besser aufteilen, würde ich sagen. Seelenblick. Sieh den Sehen der Lebenden und Toten. Steht ja nur mit. Oder ein Feind mit Schelle, das machen wir gleich. Wir wirklich spuren sich über Gerüche. Das können wir? Ja. Ist ja sehr interessant, was ihr alles beherrscht. Schelle bitte. Und dann geht's weiter. So können wir hier durch. Das haben wir letzten Part ja auch schon gelöst. Dieses Mysterium. So. Dann sind wir jetzt hier. Oh, wir können sogar nach draußen gucken. Das ist doch mal was. So, jetzt sind wir hier. Oh. Oh, toll. Hallo? Hier kommen wir wohl nicht weiter. Ich sehe ja schon hier Fußspuren, ne? Seht ihr die auch? Aha, Fußspuren! Das ist eine weitere Eryptsynergie. Wie es scheint, bewegen sich Monster durch diese Ruinen. Ihr Geruch sollte uns zum richtigen Ausgang führen. Mithilfe meiner Fertipsynergie könnt ihr alle den Geruch der Monster wahrnehmen. Das ist sogar richtig praktisch. Finde ich gut. So, Fertip. Diese Pimp-Synergie verstärkt den Geruchssinn des Anwenders und erlaubt das Verfolgen von Geruchsspuren bis zu ihrem Ursprung. Aha. Sehr gut. Nutzen wir aus. Bitte nutze jetzt Fertip. So, und da geht's lang. Der Spur folgen wir also. Hier rüber. Hoppala. Aber diese Synergie hält auch nicht für ewig. Die müssen wir dann irgendwann neu einsetzen. Genau hier zum Beispiel. So, welchen Weg ist es wohl gegangen? Da ist eigentlich logisch, dass es da hochgegangen ist. Es gibt keinen anderen Weg. Aber was soll's. Hoch hier. Und wir sind draußen. Synergie. Sveta. Fährte. Kannst du weitergehen? Durch das Gebüsch durch. Da kann man anscheinend für eine kurze Zeit nicht den Geruch wahrnehmen. Wir müssen da hoch. Können wir auch irgendwie an die. Wie kommen wir denn da ran? Und schnitt ab. Nein, 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 nein. Und weg. Der hört jetzt, wenn ihr dieses Geräusch hört. Oh, toll. Dann war's das mit der Synergie und wir dürfen sie nochmal von vorne einsetzen. Ich sollte mal die KP wieder heilen, ne? Nur das war jetzt nichts Besonderes. Level 21. Und Level 19. Ich glaube, damit ist Amiti stärker als Rief und damit können wir gleich austauschen. Was haben wir denn hier? Betrierreif. Status. Gucken wir mal. Ne, Rief hat auch noch Level 19. Sveta Level 22. Wir sind wirklich unterlevelt. Sveta ist schon viel stärker als wir. Du Schande. So, wie gesagt, setzen wir noch einmal Härte ein. Da gucken wir mal. Geht's hier lang. So, hier runter. Ja, ja, Vermeidung. Kann ich auch gleich wieder einsetzen. Heißt das jetzt, dass der andere Effekt weg ist? Ist es das jetzt? Tatsächlich. Ach, das ist ja doof. Okay. Schade. Dann ist es so. So, es gibt ja vier Möglichkeiten, irgendwo runter zu hopsen. Und wir können nur eine wählen, die richtig ist. Das hier. Was heißt denn das? So, welchen hat sie jetzt genommen? Oh, hier, den. Ja, schnell nutzen. Ah, runter. Hoppla. Der scheint anscheinend richtig zu sein, nicht die anderen Wege. Interessant. Hier geht es anscheinend unten raus, andere Wege. Ach, wir können auch wieder hoch notfalls, ne? Wie komme ich da hin? Wachstum könnten wir wieder hoch. Ist ja irgendwie doof. Hätte man es so vorsagen können.
Kann man da nicht wirklich, kann man wirklich da nicht mehr lang? Ist ja auch irgendwie doof. Ich meine, ich kann da hinten nicht lang, ich kann da vorne nicht lang, ich kann da nicht lang, ich kann hier nicht lang. Das geht ja gar nichts, das ist ja doof. Das heißt, wir können so schnell nicht wieder nach oben. Tja, schade, aber was soll's. So, wir schon gerade. Okay, hier geht's weiter. Aha, ich sehe schon, was als nächstes auf uns zukommt, sobald wir hier hochkommen. Ah, jetzt sind wir hier. Das Loch wäre geschlossen. Wir können also doch noch wieder zurück. Okay. Nun sind wir hier. Und nehmen jetzt... gut, dass ich das noch fixiert habe. Fixiert. So, bestimmt doch jetzt gerade. Ich kann nicht auf die andere Seite. So. So sieht's dann aus. Der Rest bringt nämlich nichts. Hep, hep, hep. So, und rüber. Ich bin doch total verwirrt, ne? Rüber. Ist richtig, wir müssen jetzt rüber hier. Komm rüber. Komm rüber, Mann. Und da unten können wir jetzt halt wieder zurück. Hauptsache, wir rasen da jetzt nicht rein. So. Oh, wir haben ihn da. Das ist der Venusstein, von dem ich sprach. Und wir haben darunter zu verstehen einen Djinn namens Ranke. Okay, und ich denke mal, wir müssen jetzt gleich Verstärker einsetzen, damit wir da hinterher können. Der ist viel zu schnell. Das ist, wenn ich von hier komme. Dann mache ich mal Folgendes. Ich setze Verschieber ein. Und nehme ihn den Weg weg. So. Komm mit. Aha. Haha. Wolltest eigentlich nur Verstecken spielen, ne? Aber so funktioniert das nicht. Wir haben dich. Der Venusstein Ranke ist nun Flupas Verbündeter. Sehr gut. Dieser Geist kann das Wachstum von Pflanzen beeinflussen und lebt in den Ruinen von Thebe. Sein Zorn lässt Pflanzen wild wuchern. Oha. Sollten wir seinen Zorn nicht auf uns setzen? Ich guck noch mal kurz zur Sicherheit, Jim. So sieht's dann aus. Okay. Wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall mehr Merkogen. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Schelle. So, die Hälfte des Parts ist gleich vorbei. Dann sehen wir mal, wie weit wir noch kommen. Da hinten scheint schon fast ein Ende zu sein. Ah, jetzt sind wir hier unten, okay. So, weiter geht's. Effekt von meiner verschwunden. Holen wir uns gleich wieder. Vermeiden. Kannst weitergehen. Und? Wir sind draußen. Jetzt wirklich draußen. Sehr gut. Tatsächlich. Wie sieht's aus? Sind wir schon in Morgul? Keine Ahnung. Aber habt ihr eben auch dieses Geräusch in der Ferne gehört? Klang fast so, als ob Sveta ihre Schnellleb-Synergie wirken würde. Ah, du meinst das Geräusch der Schlaghand? Hä? Schlag was? Ich erkläre es euch später. Aha. Dort im Nordosten liegen die Höhlen von Kolima. Blinz befindet sich ganz in ihrer Nähe. Das hört sich sehr gut an. Nee, nicht Blinz, sondern Kolima. Dieses Dorf wurde im Herzen großer Bäume erbaut und blickt auf eine dunkle Vergangenheit zurück, weshalb es von seinen Nachbarn verflucht gehalten wird. Aha. Interessant. Hm? Aha, Kolima klingt interessant. Und nach Blinz müssen wir auf jeden Fall gehen. Aha. Ihr habt wohl vor, einige Orte in Morgul zu besuchen, nicht wahr? Grins. Das Wiedersehen mit einem Freund von euch steht kurz bevor, ich verstehe. Das kann ich ja verstehen, dass sie das versteht, weil sie ja verstärkte Sinne hat, aber andere Leute verstehen das auch. Bald sind wir wieder mit Meister Kralen vereint. Aber auch nur, falls es der alte Kauz bis nach Berlin geschafft hat. Tyrell, es gibt keinen Grund, so fies zu sein. Meister Krat hat versprochen, uns in Billings zu treffen, also wird er auch ganz bestimmt dort sein. Aus welcher Richtung soll dieser alte Kauz denn kommen? Er kommt aus Richtung Biliben. Wieso fragst du es, Veta? Nun, dann könnte es problematisch werden. Morgul und Biliben sind sich nicht wirklich freundlich gesonnen. Sind sie etwa im Krieg?
Ich war lange Zeit nicht im Lande. Ich kann euch zur aktuellen politischen Situation wirklich nichts sagen. Das ist schade. Nun, sollte es einen Weg nach Billings geben, dann wird Meister Kralin schon finden. Zusammen machen wir uns dann auf, um die Feder zu holen, nach der ihr sucht. Feder? Doch wohl nicht die Feder eines Rocks. Genau, sag bloß, du kennst dich mit Rocks aus, Sveda. Ich weiß nur, dass der Rock das Symbol Morgels ist. Und dass er ein göttliches Wesen ist. Und einem göttlichen Wesen reißt man nicht einfach so Federn raus. Aus. Was ist denn plötzlich mit Sveda los? Dabei müssen wir ihm doch bloß eine einzige lausige Feder abrupfen. Wo liegt ihr Problem? Ach, wir müssen die Feder direkt vom Rock rupfen? Das wusste ich auch noch nicht. Ich kann nicht. Ich kann euch bei eurer Suche nach der Feder nicht helfen. Ich würde mich euch wirklich gerne anschließen, aber momentan. Sveta, was ist los? Du kannst es uns ruhig erzählen. Vertrau uns. Kara, du bist ein guter Mensch. Ich mag dich wirklich gern. Ach so, und wir anderen sind keine guten Menschen, oder was? Nein, ich mag euch alle. Tyrell, Rief, Nupa und auch Amiti. Tja. Ihr wart alle so... Ich danke euch. Das ist auch eine Aussage. Ich kann jetzt noch nicht mit euch reisen, aber ich werde auf euch warten, bis ihr die Feder gefunden habt. Ich gehe nach Billings. Ihr werdet mir ein Zeichen senden müssen, wenn ihr dort eintrefft. Hört mir gut zu. Sucht die Musikanten auf, die derzeit in Billings spielen. Fragt sie, ob sie für euch den Arangoa-Auftakt spielen. Aha. Der Arangoa-Auftakt. Dieses imposante Musikstück wurde nie zu Papier gebracht. Jeder einzelne Teil wird mündlich an einen Nachfahren weitergegeben. Das Stück, von dem man sagt, es könne Wunder bewirken, muss von 6 Musikern fehlerlos aufgeführt werden. Aha. Es ist interessant, es bleibt spannend. Ich werde meine Ohren offen halten. Wenn ich die Klänge von Arangoa höre, weiß ich, dass ihr in Billings seid. Billings ist immer noch so ein schweres Wort. Und nun lasst mich euch Lebewohl sagen. Sveta hat die Gruppe verlassen. Damit rennt sie los. Wir sehen uns in Belinsk. Bis dann, pass auf dich auf. Und da rennt sie. Wir nehmen einen anderen Weg. Also gut, kümmern wir uns wieder um den Rock. Was genau wissen wir über ihn? Nicht viel, mal abgesehen von Svetas überraschendem Gefühlsausbruch. Findet ihr das nicht auch richtig spannend? Ich bin total kribbelig und vor lauter Aufregung. Rief, du bist doch ein Bücherwurm. Du musst doch irgendwas über Rocks wissen. Ja, Rief. Jede noch so kleine Information kann uns weiterhelfen. Leider weiß ich nicht viel mehr, als dass es sich bei einem Rock um einen wirklich großen Vogel handelt. Ich habe schon mal einen gesehen. Hä? Kannst du es uns nicht mal erzählen? Ich war damals noch ein Kind und hielt gerade meine erste Jagdstunde. Plötzlich tauchte im Himmel ein Rock auf. Ich wollte gerade einen Pfeil abschießen, als plötzlich ein gigantischer Schatten in weiter Ferne auftauchte. Ich dachte erst, es würde sich um Gewitterwolken handeln. Ruckzuck war der Schatten über uns. Ein Soldat rief, lauft! Und stolperte voller Panik davon. Ich konnte mich im Unterholz des Waldes verstecken. Doch als der Schatten über mich flog, hörte ich weit entfernten Menschen schreien. Oh. Stunden später fanden mich die Erwachsenen. Ich war allein, zitterte und konnte vor Angst kaum laufen. Der Vogel war also groß genug, um sich einen Menschen zu schnappen? Er war sogar noch viel größer. Seine Schwingen waren derart mächtig, dass sein Flügelschlag einen Sturm auslöste. Das hört sich wiederum nicht so toll an. Du willst mich verschaukeln, oder? Können wir es wirklich mit etwas so Gigantischem aufnehmen? Natürlich. Genau, betrachten wir das Ganze als Prüfung und treten wir das Erbe der Krieger von Vale an. Okay. Wie dem es auch sei, mit Meister Kraden an unserer Seite haben wir trotzdem bessere Chancen. Gehen wir nach Belinsk. Kraden, Gut, ich bin dabei. Ich hoffe, er hat es auch wirklich nach Belinsk geschafft. Das wird er schon. Hey, es handelt sich immerhin um Kraden. Dann ist es also entschieden, auch nach Belinsk. Suchen wir Kraden. Okay, Freunde. Dann kannst du ja losgehen. Ich freue mich auf Billings. Immerhin ist das die Hauptstadt von Morgel. Tatsächlich, ja. Und der Rock ist bestimmt auch nicht weit.
Okay, dann können wir loslatschen. Ich würde sagen, das war's jetzt für diesen Part. Ich hoffe, euch hat dieser Part auch gefallen. Dann gehen wir im nächsten Part weiter in Richtung Belinsk. Hier ist noch ein kleines Hütchen, dann gehen wir mal rein. Wer weiß. Hallo. Und dann werden wir jetzt einfach mal hier kurz den Part beenden. Und dann würde ich noch sagen, bis dann und auf Wiedersehen.